Ja, moin und herzlich willkommen zu meinem kleinen Video. Heute geht es nicht um Reiseberichte, um Stellplätze, sondern es geht um ein ganz nützliches Zubehörteil, das ich dir heute vorstellen möchte. Und zwar um dieses Teil geht es hier. Hat auf beiden Seiten Anschlüsse, wie du sehen kannst. Wozu man das Teil benutzt, das sollst du gleich sehen. Viel Spaß beim Zuschauen wünsche ich dir. Ja, und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Sicherlich kennst du das Problem, wenn du, natürlich, man muss den richtigen Schlüssel nehmen, wenn du allein unterwegs bist, dann gibt es oft das Problem, wenn du Wasser brauchst, klappt das nicht so, wie du es möchtest. Denn du nimmst deinen Wasserschlauch, machst den auf der einen Seite am Wasserhahn fest und die andere Seite soll da in den Wassertank, in den Anschluss rein. Ja, dummerweise nur, du bist allein unterwegs. Du kannst nicht einerseits den Schlauch festhalten, andererseits den Wasserhahn aufdrehen. Da verschwindet der Schlauch meist aus dem Anschluss. Dafür ist jetzt dieses Teil da. Das befestigst du ganz einfach hier, so wie es sein muss. So. Jetzt kannst du vorher natürlich kurz den Wasserhahn laufen lassen, dass der Schlauch sauber ist, dann kommt er hier rauf. Na, verkehrt rum. So, jetzt drehst du den Wasserhahn auf und dann kannst du warten, bis aus dem Überlauf das Wasser wieder rauskommt. Dann ist der Tank gefüllt. Dann nimmst du den ab, kannst ihn auch zuerst am Hahn abnehmen und dann lässt du den Rest rauslaufen und dann kommen die beiden Teile so zusammen und so kann da kein Viech und nichts in den Tank, in den Schlauch gelangen. Ja, so einfach ist das Ganze. Ich zeige es dir nochmal aus der Nähe, wie das da funktioniert. So, jetzt haben wir hier diesen Anschluss. Der kommt dann ganz einfach hier per Dings ran und fertig ist das Ganze. Auch wieder ein bisschen drehen, genauso wie den Tankverschluss, dann ist es wieder ab. So einfach. Ja, das war mein kleiner Bericht über dieses tolle Zubehörteil. Ich denke mal, einige von uns werden bestimmt das Problem genauso gehabt haben, wie es mir ging. Du bist allein unterwegs und brauchst Frischwasser. Du steckst den Schlauch in den Frischwassertankanschluss, ja, auch ruhig ein bisschen tiefer. Dann gehst du zum Wasserhahn, drehst ihn auf und dann das Wasser läuft in den Schlauch und durch den Druck springt der Schlauch raus. Und ja, das ist das große Problem bei mir gewesen. Deshalb habe ich mir dieses Teil zugelegt. Ja, falls du auch so eins brauchst und benutzen möchtest, unter diesem Video, in der Videobeschreibung, da unten, da habe ich einen Link hinterlegt. Wenn du den anklickst, dann kommst du zu diesem Artikel und könntest ihn, wenn du möchtest, bestellen. Ja, das war dieses kleine Video. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wenn es dir Spaß gemacht hat, würde ich mich über einen Daumen hoch von dir freuen. Besser ist es natürlich noch, du abonnierst gleich meinen Kanal, denn dann wirst du immer sofort informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao.